Dieses Kalb ist erst wenige Minuten alt. Und schon ist es wertlos. Eigentlich hätte es eine Kuh werden sollen, für literweise Milch. Doch es wurde ein Männchen, das noch nicht mal Fleisch ansetzt. Um diese männlichen Kälber ranken sich dunkle Gerüchte. Ich höre schon lange davon, alle reden darüber, keiner kann es beweisen. Aus dem Ausland dagegen gibt es erschütternde Bilder wie diese aus England. Hier lösen Bauern ihre Probleme offenbar auf drastische Weise. Doch gibt es das auch in Deutschland? Ich bin mit diesem Bild aufgewachsen. Schwarz-weiße Kühe, sie gehören zur Landschaft. Man denkt nie darüber nach, aber es sind alles Mädchen. Milchkühe. Ihre männlichen Kälber sind ein Problem. Das bestätigen viele Landwirte und es ist erstaunlich. Die Geschichte von den getöteten männlichen Kälbern überrascht hier niemanden. Gehört habe ich das auch schon, aber so Leute, die ich kenne, so da, dafür sind wir Landwirte und das, nee, dafür, das tut man nicht, nee. Aber wird es einige geben, ja, die dann sagen, es kostet doch nichts, weg damit. Lass ihn sterben oder wir schläfern ihn ein gleich und ne, das wird wohl sein, ja. Diese Gerüchte kennen wir. Wir reden mit unseren Nachbarn darüber. Wir hören es immer wieder. Allein wenn wir es versuchen, dann auf die Spitze zu bringen und dem habhaft zu werden, der das tut, dann verblasst es. Unser Tierarzt meint auch, da sind manche Betriebe, er nennt auch nie Namen, aber die sagen sich, so eine Behandlung von dem Tier, die wird dann teurer als das, was man am Ende dann bekommt. Und dann kann es auch sein, dass manche Betriebe, halt die schwarzen Schafe, sagen, das lohnt sich nicht und das Kalb verendet. Die meisten Landwirte sind ganz gewiss redlich, arbeiten hart. Doch der Preisdruck, der auf ihnen lastet, kann den Beruf verändern. Ein Milchhof bei Hamburg. Eine Kuh von Landwirt Jan-Hendrik Langelo kalbt. Wie jedes Mal bangt er, ob alles gut geht. Die Geburt verläuft reibungslos. Das Kalb ist gesund. Doch richtig glücklich ist der Bauer trotzdem nicht, denn der Nachwuchs ist männlich, ein Bullenkalb. Das freut den Landwirt natürlich nicht so doll, ne? Also die Preise für Bullenkälber sind im Moment sehr schlecht. Und wir wollen natürlich gerne Kuhkälber haben, dabei wir nur die melken können. Diese Kuhrasse ist so gezüchtet, dass sie viel Milch gibt und wenig Fleisch ansetzt. Das männliche Kalb zu mästen lohnt sich also kaum. Wäre dieses Kalb kein Lebewesen, sondern ein Produkt, würde man seine Herstellung wohl einstellen. Es ist schlicht nicht rentabel. Um ein Kalb zur Welt zu bringen, muss ein Landwirt einiges investieren. Die Besamung kostet rund 43 Euro. Die Ersatzmilch für die Kälber rund 30. Hinzu kommen jede Menge Arbeit und weitere Rechnungen. Bis das Kalb verkauft werden kann, kostet es im Schnitt rund 111 Euro. Doch der Erlös liegt mit 82 Euro deutlich drunter. Am Ende macht der Landwirt einen Verlust von rund 29 Euro pro Tier. Oft läuft es aber noch viel schlimmer. Manchmal muss der Bauer bis zu 70 Euro draufzahlen. Leichte und schwache Tiere kriegt er mitunter gar nicht los. Er bleibt dann auf allen Kosten sitzen. Oh.
2 Wochen später. Das männliche Kalb von Bauer Langelo ist jetzt alt genug, um verkauft zu werden. Wie heißt das denn? Die Bullenkälber bekommen bei uns keine Namen. Das ist so, also das sind in dem Falle dann doch halt nur die Nebenprodukte der Milchviehhaltung. Wir wollen gerne Kuhkälber, die kriegen auch alle dann sofort Namen. Er muss sich halt leider mit einer Nummer begnügen. Kalb Nummer 07373. Ein Nebenprodukt also. Von den Gerüchten hat man auch hier schon gehört. Einen konkreten Fall, bei dem ein Tier getötet wurde, kennt er nicht, sagt Landwirt Langeloh. Aber wenn ein Kalb sehr krank sei, würden Landwirte in Zeiten niedriger Preise vielleicht am Tierarzt sparen. Wenn ich jetzt einen Tierarzt hole und das Tier behandle mit Medikamenten, das würde sich ja alles kostenmäßig noch draufschlagen. Das ist natürlich in dieser Situation, kommt es natürlich eher zu der Entscheidung. Ich weiß, ich kriege ohnehin nicht viel für das Kalb. Ich entscheide mich für die Tötung. Anstatt vielleicht, wenn ich sage, ich würde 300 Euro kriegen, dann würde sich natürlich auch eine medizinische Behandlung noch lohnen. Viehhändler Hans-Dieter Leitloff. Er sammelt rund um Hamburg Kälber auf den Höfen ein, um sie dann an Mester weiterzuverkaufen. Auch das Kalb von Bauer Langeloh nimmt er mit. Das junge Tier muss nicht lange auf dem Transporter bleiben, denn es wird zu einem Nachbarhof gefahren. Kalb Nummer 07373 hat es gut angetroffen. Im Vergleich zu anderen Haltungen ist das hier eine Luxusunterkunft für die Mast. Doch Branchenkenner zweifeln daran, dass sich alle Kälber so gut vermarkten lassen. Die leichten, schwachen, kranken haben offensichtlich ein Problem. Was passiert mit ihnen? Wenn ein Kalb sich nicht verkaufen lässt, dann musst du sehen, wenn du Glück hast, nimmt ihn einer geschenkt. Aber die Leute werden auch weniger. Und wenn man Pech hat? Ja, das weiß ich auch noch nicht, was ich da. Bis jetzt bin ich immer losgebracht, muss man mal so sagen. Also. Haben Sie denn schon mal gehört, dass Kollegen, Viehhändler, Landwirte, die nicht losgeworden sind? Ja, okay, die meisten meiner Kollegen haben ja, aber zur Not einen Stall zu Hause, ne? Oder zu versuchen, die zu verkaufen, irgendwie loszuwerden. Aber ja, man hört ja tolle Sachen da teilweise. Weiß ich aber auch nicht, ist das viel. Ich habe das noch nicht erlebt, aber ja, es ist eben schwierig, ne? Es ist unheimlich schwierig. Vage Andeutungen. Gedanken, offenbar nicht zu Ende ausgesprochen. Egal, wen ich anrufe, über die wertlosen Kälber will kaum jemand sprechen. Schon gar nicht vor der Kamera. Doch ein kleiner Familienbetrieb in Niedersachsen nahe Kloppenburg öffnet schließlich seinen Hof für einen Einblick in den Alltag. Bauer Johanning zeigt uns sein frisch geborenes Kalb. Wie jedes Kalb muss es bis spätestens zum 7. Tag registriert werden. Dafür bekommt es Ohrmarken. Mit der Nummer soll sein weiterer Weg nachverfolgt werden können. Wie auf den meisten Milchhöfen wird das Kalb kurz nach der Geburt von der Mutterkuh getrennt. Denn deren Milch ist ja für den Handel bestimmt. Also für uns, nicht für das Kalb. Upsala. Ja, wenn die klein sind, sind die noch ein bisschen faul mitlaufen. Ja, das merkt ihr schon, ein bisschen unruhig ist es. Aber das ist der natürliche Gang. Jetzt will es natürlich nicht laufen. Wenn das nicht funktioniert, dann machen wir das so.
Bauer Johanning ist eine Ausnahme. Ihm bereiten die schlechten Preise für männliche Kälber große Sorgen. Und er findet, man müsse endlich offen darüber sprechen. Mit der Situation, dass die Kälber so billig sind oder überhaupt, dass sie so ist, da ist sicherlich keiner mit zufrieden. Und das, ja, der größte Druck auf den Betrieben wird sicherlich der sein, wenn Kälber sind, die gar nicht marktfähig sind oder schwer zu vermarkten sind, dass sie letztendlich auf den Kälbern hängen bleiben. Und ja, da jetzt jeder gefragt ist, da irgendeine Lösung zu finden. Also wir haben jetzt ein paar dabei laufen, die jetzt Ochsen sind, aber die können wir auch nicht alle irgendwann selber aufessen. Müssen wir versuchen, die zu vermarkten auf irgendeine Art und Weise. Johanning gibt also offen zu, bisweilen werden Landwirte ihre männlichen Kälber nicht los. Er hat übrig gebliebene Tiere behalten und kastriert, also zu Ochsen gemacht. Dann sind sie weniger aggressiv und lassen sich einfacher halten. Das ist eins, jetzt vor fast einem Jahr, wo wir auch mal ein kleines männliches Kalb hatten, was ja nicht verkauft werden konnte. Und da haben wir das behalten, haben wir mit den weiblichen zusammen aufgezogen. Aber natürlich kostet auch die Haltung der Ochsen Geld. Eine Belastung. Der Bauer wünscht sich, dass die Branche solche Probleme offen anspricht. Aber es geht ihm um mehr. Die männlichen Kälber sind unser aller Problem. Wir Verbraucher müssten die Tiere und seine Arbeit endlich mehr wertschätzen. Andere Landwirte sehen das ähnlich. Insgesamt ist es ein wichtiges Thema. Wir produzieren hochwertige Lebensmittel und wem interessiert das? Keine Sau. Alle wollen nur billig, billig. Da kann man nicht viel gegen machen, ne? Das ist genau wie bei Aldi oder Lidl, wenn die Milchpreise bestimmen. Das ist da aber auch so, ne? Die Preise sind ziemlich erniedrigend. Es lohnt sich fast gar nicht, einen Kalb aufzuziehen und zu verkaufen, weil die Kosten werden gar nicht gedeckt. In Deutschland darf niemand Tieren ohne vernünftigen Grund Leid zufügen oder sie töten. Aber der Markt sieht eine andere Logik vor. In einer Welt, in der ein Kalb weniger als ein Turnschuh wert ist, gibt es eine Menge Problemfälle. Was also tun? Aus anderen Ländern gibt es Bilder von Tierschutzorganisationen, die den brutalen Umgang mit Kälbern zeigen. Wie diese aus Neuseeland. Doch gibt es so etwas auch in Deutschland? Der Bauernverband erklärt, eine tiergerechte Versorgung, unabhängig von der Marktsituation, habe für deutsche Nutztierhalter oberste Priorität. Auch im Krankheitsfall. Doch in den ersten 7 Tagen nach der Geburt muss ein Kalb in Deutschland noch nicht gemeldet werden. Eine ganze Woche kann also im Dunkeln bleiben. Wenn ein Bauer aus wirtschaftlichen Gründen ein krankes Kalb nicht ausreichend behandeln oder töten würde, bliebe es deshalb wohl sein Geheimnis. Die Milchbauern stehen ohnehin unter einem riesigen wirtschaftlichen Druck. Zurück zum Hof Langeloh, einem Vorzeigebetrieb, bei dem die Tiere im Sommer noch auf der Weide stehen. Doch auch seine Herde muss Leistung bringen. 150 Kühe hält er. Die besten geben bis zu 10.500 Liter Milch im Jahr. Der Zuchtbulle kommt heute aus dem Katalog. Man weiß genau, was man an ihm hat. Jeder bringt gewisse Qualitäten mit sich. Also den finde ich eigentlich ganz vernünftig, den können wir noch gut mit reinnehmen. Und dann, er hat ein bisschen natürlich. Das Geschlecht kann man hier zwar nicht bestimmen, dafür aber andere Merkmale. Ja. Komm her, Olisa, ab. Bisschen schmales Becken, ne? Ja. Eigentlich so stellt man sich eine Kuh auch denn vor. Scheiße, ein bisschen dünn. Bisschen kurze Striche, ne? Oder sonst? Ja. Sonst ganz schick. Aber von dem Alter her
Jetzt fünfte Kalb schon. Ja. Die brauchen wir nicht. Und alles dient der Optimierung der Zucht. Viel Milch, leicht melken, gute Striche, also Euterzitzen. Zucht bedeutet, die Besten auszuwählen, die weniger Guten auszumustern. Also es ist auch immer so, dass wir bestimmte Kühe, wo vornherein klar ist, dass sie nicht wieder weiterverwendet werden, denn auch schon jetzt das definiert haben und sagen, okay, die brauchen wir nicht. Das ist eine Kuh zum Beispiel, das ist so ein Schwermelker, sagen wir dazu. Die braucht extrem lange, um ausgemolken zu werden. Und es ist halt letztendlich ein Prozess. Wir müssen melken und es sind, stehen 9 Kühe auf einer Seite, werden gleichzeitig gemolken. Und wenn die eine Kuh doppelt so lange braucht wie alle anderen, dann verzögert das immens diesen ganzen Melkprozess. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, das beim Kalb einen sehr leicht melkenden Bullen einzusetzen, aber trotzdem müsste ich mich mit der Kuh weiter rumärgern. Das heißt, was passiert jetzt mit der Kuh? Die wird jetzt so lange gemolken, wie sie einigermaßen noch Milch gibt und dann wird sie zum Schlachter. Selektion nach Wirtschaftlichkeit. Das gilt auch fürs Sperma. Das kommt tiefgefroren vom Besamungstechniker. Die hier. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, männliche Spermien zu entfernen, um männliche Kälber von vornherein auszuschließen. Mit sogenanntem gesextem Sperma. Ein Ansatz, der sich für Bauer Langelo bislang nicht bewährt hat. So, gut. Der Besamungserfolg ist schlechter. Also das heißt sozusagen, dass die Trächtigkeit erfolgt. Es ist deutlich schlechter als beim gewöhnlichen oder normalen Sperma. Und es ist halt immer die Frage, ich habe es mal ausprobiert, es war nicht so von Erfolg gekrönt und habe gesagt, eigentlich, ich brauche es auch nicht. Also das ist so eine Sache, das ist halt deutlich teurer, das Sperma, weil das letztendlich diese Bearbeitung, die da stattfinden muss, muss ja irgendjemand bezahlen und das bin halt ich. Und insofern habe ich gesagt, es lohnt sich für mich nicht. Das Problem mit den männlichen Kälbern bleibt. Ein Bullenkalb aus so einer Milchkuh, die ist gezüchtet worden, auf dass sie Milch gibt und wenig Fleisch ansetzt. Das schließt sich auch gegenseitig aus. Das kann man relativ schnell zeigen. Es gibt diese Fleischrinderrassen, die geben halt wenig Milch und es gibt die Milchrassen, die wenig Fleisch ansetzen. Und so ist es natürlich mit den Bullenkälbern letztendlich auch. Das gleiche Problem haben wir ja bei den männlichen Hühnern aus der Eierproduktion. Letztendlich, die will auch keine, die werden heute geschreddert. Es ist ein grundsätzliches Problem unserer spezialisierten Landwirtschaft. Wir produzieren überflüssige, nutzlose Tiere. Mehr als 40 Millionen männliche Küken im Jahr werden nach Schätzungen direkt nach dem Schlüpfen getötet, vergast und geschreddert. Nur die weiblichen legen später Eier. Die Hähne der Legehennenrasse sind für die Industrie nutzlos, denn sie setzen kaum Fleisch an. Auch bei Ziegen soll es Probleme mit den wertlosen männlichen Tieren geben. Im Tierschutzbericht der Bundesregierung heißt es zu den männlichen Ziegenlämmern, dass kaum vertretbare Vermarktungswege bestünden. Die Jungtiere würden unter Wert ins Ausland verkauft, das Fleisch teils zu Hundefutter verarbeitet oder an Zootiere verfüttert. Mit anderen Worten, die Tiere sind wertlos. Es ist aber auch zu lesen, dass die männlichen Lämmer direkt nach der Geburt getötet würden. Doch es gibt auch hier, wie bei den Kälbern, keine Beweise. Auf einem Hof zeigt man uns ohne Kamera die weiblichen Ziegenlämmer. Zu den männlichen will man uns aber nicht lassen. Die seien krank. Zufällig treffen wir einen Mann, der in der Landwirtschaft arbeitet. Er redet mit uns, soll aber anonym bleiben. Heute sind Ziegen sein Hobby. Früher aber hat er auf einem großen Ziegenhof gearbeitet und dort offenbar auch die schmutzigen Arbeiten gemacht. War das damals üblich, dass man die einfach tot gemacht hat? Der Chef hat das verlangt, weil er auch kein Geld damit verdient hat. Und sie hatten dann aber was zum Betäuben? Ja, ein Stöckchen Holz oder so etwas. Betäubst sie erst. Erst betäuben und dann weg. Und so haben sie es damals mit den Ziegen vor Klammern auch gemacht. Ja. Geschichten aus vergangenen Jahren. Nicht nachprüfbar. Go, 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 go. Go, 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 go.
Go, go, go. Die Ziegen von Hans-Peter Dill grasen sich in Brandenburg durch die Heide. Rund 180 Tiere. Aus der Milch der weiblichen Tiere stellt er Käse her. Ein wachsender Markt. Der Käse ist beliebt. Im Gegensatz zum Fleisch der männlichen Tiere. Trotzdem zieht er alle Lämmer auf und verkauft auch das Fleisch. Es ist ein Verlustgeschäft. So, jetzt geht's los. Und es stellt sich die Frage, ob Landwirte in Deutschland wirklich draufzahlen sollen für eine moralisch saubere Arbeit. Jedes Tier wird eben mit einem Preisschild geboren. Das Billigste, was man machen könnte, wäre natürlich, die Tiere zu töten und zu entsorgen. Ist aber verboten. Man kann dann sagen, die hatten eine Seuche oder so. Es gibt da, also es kann niemand nachvollziehen und niemand nachweisen. Wir leben in einem Land, in dem die Ökonomie am meisten zählt und alles andere weniger. Und schon gar nicht die Ethik. Und deshalb muss man sich da nichts vormachen. Sicher wird das gemacht. Sicher kann man das nicht nachweisen. Spricht man denn in der Branche darüber? Haben Sie davon gehört? Früher hat man mehr darüber gesprochen, als man jetzt darüber spricht. Das heißt ja nur, ach komm, hör mir auf mit die scheiß Zicklein oder so. Also man redet da nicht so gerne drüber. Das heißt, jeder Skandal bedeutet, ist einfach schlecht für die Landwirtschaft. Und deshalb wird alles versucht, solche Sachen nicht hochkommen zu lassen und nicht zu zeigen, weil es einfach, ja, man will diesen Schaden nicht. Ne? Das klingt plausibel. Beweise sind das nicht. Der Bundesverband Deutscher Ziegenzüchter erklärt, statistisch abgesicherte Zahlen lägen nicht vor. Es sei aber nicht bekannt, dass Bocklämmer aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen getötet würden. Und man würde das aus Tierschutzgründen entschieden ablehnen. Doch was ist mit den Kälbern? Vielleicht bringt uns Tierarzt Michael Drees auf die Spur. Fast jeden Tag besucht er Landwirte auf ihren Höfen und kümmert sich um deren Tiere. In den ersten Tagen sind Kälber besonders anfällig. Da ist der Tierarzt oft gefragt. Sind die Preise für Bullenkälber im Keller, merkt er das. So eine Behandlung eines Kalbes, eine relativ schlichte Behandlung, die landet so, je nachdem, ob man extra dafür kommt oder nicht, bei 30, 40 Euro. Wenn das Kalb 50 Euro wert ist, dann kann man sich vorstellen, dass intensivere Behandlungen irgendwie ökonomisch verrückt sind. Und die Landwirte geraten dadurch in einen Gewissenskonflikt. Aber nach meinem Eindruck ist es schon so, dass wir ernste Erkrankungen bei Bullenkälbern in dieser Zeit weniger behandelt haben. Und das ist auch so. Notwendige Behandlungen? Ein Luxus nur für gute Zeiten? Haben Sie denn jemals gehört, dass möglicherweise männliche Kälber auch getötet wurden, weil sie eben so wenig wert sind? Gehört haben wir das schon. Von auch nicht nur einmal, sondern von verschiedenen Quellen, dass auch Händler gesagt haben, du, ich habe da Kälber mitgenommen, die waren so mickrig und die werde ich nicht los und am Ende muss ich die tot machen. Strahlende Gesichter dagegen beim Milchindustrieforum in Berlin. Fototermin mit der Milchkönigin. Hier treffen sich einmal im Jahr die Mächtigen der Branche. Und auch hier will keiner offen über das Kälberproblem sprechen. Einmal heißt es, ja, Sie haben recht. Aber ich als Frau sehe das alles vielleicht etwas zu emotional. Traut sich die Politik wenigstens, das Problem klar zu benennen? Sind wir mit der Spezialisierung und Hochleistungszucht inzwischen so weit, dass wir wertlose, überflüssige Tiere produzieren? Ich glaube, die Verantwortung von uns allen zeigt, dass wir in den Bereichen auch auf die Nutzung, aber auch auf die Tiere selbst mit blicken müssen. Und ich denke, das wird in dem Tierwohl-Kompetenzkreis dann auch zu besprechen sein im Detail. Aber verstehe ich Sie richtig, dass Ihnen die Situation der Bullenkälber Sorge bereitet? Die Situation der Kälber bereitet mir, ist eine Angelegenheit der Betrachtung, wie andere Themen auch. Eine Angelegenheit der Betrachtung. Auch auf eine schriftliche Nachfrage
keine klaren Worte. Jedes Tier sei unabhängig von ökonomischen Aspekten tierschutzgerecht zu behandeln. Das erwarte auch der Tierwohl-Kompetenzkreis. Und dann am Ende der Reise eine überraschende Meldung. Sie kommt aus den Niederlanden, wo viele deutsche Kälber landen. 300 Kälber sollen hier eingeschläfert worden sein, weil sie zu leicht waren und die Händler angeblich keine Stallplätze für sie gefunden haben. Und natürlich dementiert die Branche umgehend, es gäbe kein Problem. Ich fahre zu einem Viehhändler, der eng mit den deutschen Bauern zusammenarbeitet. Rund 1000 Kälber stehen hier in einer Sammelstelle nahe der holländischen Grenze. Eingekauft auf deutschen Milchhöfen. Viele haben schon lange Transportwege hinter sich, kommen zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier werden die Tiere sortiert. Die Mester sollen einheitliche Tiergruppen bekommen. Börkam will gute Ware, wie er sagt. Gute Qualität. Und gute Qualität heißt für ihn vor allem Gesundheit. Bevor die Kälber verladen werden dürfen, kontrolliert der Kreisveterinär die Tiere. Alle Tiere, die über die Grenze gehen, die werden von uns abgefertigt. Da wird der Gesundheitsstatus kontrolliert und es wird geguckt, ob die transportfähig sind. Und da gucken wir dann halt die einzelnen Tiere hier jetzt durch. Der Tierarzt ist zufrieden. Keine Beanstandungen. Was heißt, die kleinen, schwachen, leichten, die wollen sie auch nicht, ne? Ach, lieber nicht, so wenig wie möglich. Für mich ist so eine Untergrenze ist eigentlich wohl 36 Kilo, leichter nicht, weil ich selber auch viel messe. Ist finanziell eigentlich nicht möglich. Da kannst du nie umrechnen mit Preis, um da hinzukriegen. Im Moment ist die Lage besonders angespannt. Es gibt viel zu viele Kälber, die auf dem Markt sind. Und dann stelle ich Bad Börkam die Frage nach der Meldung, die für so viel Unruhe gesorgt hat. Die Leute haben mir erzählt, dass in Holland, weil der Markt so voll ist und so viele Kälber da sind, 300 Kälber eingeschläfert worden sind, getötet. Weiß ich wirklich nicht. Nee, kann ich auch nicht sagen. Aber redet man darüber in der Branche oder ist das... Nee, eigentlich nicht. Nein. Nein. Es ist ein bisschen zum Verzweifeln. Alles endet in Sackgassen. Doch dann erzählt uns Börkams Mitarbeiter Benedikt Willenborg von den unglaublichen Geschichten. Ich weiß von einer Sammelstelle, da waren mal 50 Stück. Ja, sondern die leichtesten, die haben sie tatsächlich, die kam der Tierarzt und hat in der Spitze gesetzt. Die lagen noch einen Tag lagen die noch da auf der Sammelstelle, haben sie noch gefüttert. Irgendwo muss da mal was frei werden und irgendeiner muss sie da nehmen. Ging nicht. Die haben sie auch erst für... Wir gingen dann erst für 50 Euro angeboten, dann für 20. Dann haben sie gesagt, wir bringen sie in den Stall für nichts. Dort hat keiner angepackt. Das war schon ein bisschen krass. Wenn sowas in den Medien kommt, dass da die Leute auch auf die Barrikaden gehen, das ist dann auch zu Recht. Und am Ende wird es sogar amtlich. Der niederländische Landwirtschaftsminister gibt bekannt, jede Woche blieben an Kälbersammelstellen rund 200 Kälber übrig. Sie würden zum Schlachthof gegeben oder eingeschläfert. Wie Abfall, denke ich.